Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu Catch 'em All Challenge. Im letzten Part ist Folgendes geschehen und zwar haben wir uns ja aufgemacht Richtung Felstunnel, den wir jetzt auch im letzten Part erreicht haben. Da waren wir jetzt im Osten von Azura City unterwegs und zum Ende sind wir noch Team Rocket dann plötzlich entgegengekommen. Oh, das ist ein Krabby. Das muss ich mir holen. Das hole ich mir zuerst. Komm her. Genau hier an der Stelle haben wir Team Rocket plötzlich dann entgegenkommen können und die waren noch leicht in Überzahl. Doch Gott sei Dank kam dann Lorelei von den Top 4 und den Tanz dann ein bisschen unterstützt, um da entsprechend die Mitglieder in die Flucht zu schlagen. Was ziemlich cool war, muss ich sagen. So, jetzt würde ich hoffen, dass wir entsprechend gut durch den Felstunnel kommen. Werden wir wohl in einem Part nicht schaffen, fürchte ich. Das werden wir dann entsprechend sehen. Aber erstmal will ich Pokémon fangen. Ich wusste nicht, dass es hier Krabby gibt. Das ist ja ziemlich cool. Das finde ich schön. Direkt ein neuer Eintrag für uns. Für Krabby. So, die Schiere dieses Pokémon bilden perfekte Waffen. Im Kampf brechen sie zwar manchmal ab, wachsen aber schnell wieder nach. Das ist ja sehr interessant. Alles klar. Einfach mal so kurz abgebrochen. Schlecht, dass man natürlich dann nicht mehr richtig kämpfen kann. Die gibt es tatsächlich hier. Ist ja Wahnsinn. Habe ich vorher nicht gesehen. Sollten vielleicht noch mal ein bisschen gucken, was es hier sonst noch so gibt. Die haben wir ja schon. Bam, 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 la, la, la. Gibt es was Neues? Nee, Radplatz, das kennen wir schon. Aber ich glaube, viel mehr sollte es hier nicht geben, ne? Jetzt kommt das Krabby mir auch noch entgegen. Okay. Aber sieht nicht nach wirklich nach mehr aus, würde ich sagen. Wir haben noch einen Trainercoach zu besiegen heute. Dich hatten wir im letzten Part meines Wissens schon. Da kümmern wir uns gleich mal um dich. Und dann kann es auch schon in den Felstunnel gehen. Und erstmal um 3 Superbälle eingesagt. Das ist doch gut. So. Dann kann es losgehen. Wen haben wir hier? Guten Tag. Der Felstunnel ist ein hartes Pflaster. Du solltest ein bisschen mit mir trainieren, damit du für alles gewappnet bist. Soll ich denn, mein komplettes Trainingsprogramm mit dir durchgehen? Aber klar auch. Dann zeige ich der jüngeren Generation mal, wie man sich richtig ins Zeug legt. Dann gib mal Gas. So viel älter bist du wahrscheinlich auch nicht, oder? Gut, ich bin 10. Also was soll man machen, ne? Dam, 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 Trainercoach Julia mit 2 Pokémon diesmal sogar. Es beginnt mit Quapuzzi. Oh. Gleich weiterentwickelt. Das wird nicht einfach sein. Aber dadurch, dass du schon Kampf-Pokémon bist, glaube ich. Nee, du bist nur Wasser-Pokémon, ne? Schade. Schade, schade. Das wäre sonst richtig gut jetzt entsprechend mit dem Psystrahl. Ich greife trotzdem mal an. Mal gucken. Die Frage ist, was für eine Attacke setzt sie ein? Das werden wir dann wahrscheinlich als TM auch bekommen. Macht trotzdem schon mal Schaden. Hypnose. Das ist natürlich nervig. Aber wieder nicht nur Hypnose zum, zum Angreifen haben, vermute ich mal, ne? Was mache ich da denn jetzt am besten? Ich probiere diese Kürze mal rein. In Hoffnung, dass ich dann schneller bin und dann entsprechend angreifen kann, weil sie wird jetzt nicht predicten und direkt nochmal Hypnose einsetzen, oder? Will ich jetzt mal hoffen. Vielleicht kommt jetzt Weckruf als Attacker, das kann natürlich auch sein. Der Blutstrahl, okay. Aber das sollten wir hinbekommen. Dam, da, dam, bam. La, 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 la. So, Rangi bitte. Bin ich schneller? Ja, das soll auch reichen. Nee, doch nicht. Was? Durchbruch. Ist das die Attacke? Ist das die Attacke? Das wäre ziemlich episch. Mal eben schon 3 Attacken gesehen. Normalerweise hatten die Trainercoaches bis jetzt immer noch ein Pokémon, was immer noch eine einzige Attacke eingesetzt hat. Und das war die TM. Sieht aber mehr nach Durchbruch aus. Das finde ich ziemlich, ziemlich cool sogar. Können wir sehr gut gebrauchen. Sherlock Level 19, jawohl. So, und Razaf. Scheiße. Hätte ich jetzt gerne wieder Kadaver eingesetzt, was ja noch schläft. Ich bleib erstmal drin, würde ich sagen. Das ist jetzt ärgerlich. Würde ich das mal behaupten. Das ist wirklich blöd. So. Soll ich dich selber mal einschläfern oder soll ich mir Egelsamen einsetzen? Das könnte ein bisschen länger dauern. Komm, ich mach mal Egelsamen. Durchbruch mal wieder. Das können wir noch am besten standhalten als Gift-Pokémon, das trotzdem viel Schaden macht. Wir können uns ja ein bisschen heilen nebenbei. Ein bisschen Schlafpuder werde ich auch noch mal einsetzen. Wird eh noch eine Weile dauern, bis wir überhaupt in den Felsnudel reinkommen bei dem Kampf hier. Aber ich gebe meine größten Mühen, Leute. Ach komm, einmal Schlafpuder. Ich probiere es einmal. Wenn es trifft, dann ist super. Wenn nicht trifft, dann mache ich es anders. Sehr schön. Gut, dann können wir uns dich jetzt in Ruhe ranken hieben. Sehr schön, wie schläft. Und trotzdem noch steht und sich weiterhin bewegt. Ich bin eingeschlafen, ich muss aber weiter kämpfen. Ah, Egelsamenschaden. Ah. Ja, einschläfern kann ich dich auch, mein Freund. So geht das. Okay, so. Ansonsten sollte der Kampf eigentlich erledigt sein. Es sei denn, du wirst jetzt direkt nächste Runde aufwachen, was sehr schade wäre. Das macht nicht mehr wirklich viel Schaden. Deswegen ist das schon wichtig, was ich gemacht habe. Das ist schon definitiv wichtig gewesen hier. Bam, 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 badam, bam, bam. Okay. Zumindest sollten wir diesen Kampf eigentlich schon im Sack haben, aber es wird noch eine Weile dauern. Wir müssen dich erstmal besiegen. Der Kadabra hat sich eingeschläfert worden, ne? Mann, Mann, Mann. Komm, mach mal einen Crit, bitte. Das war keiner, aber die nächste Attacke wird reichen. Okay, aber jetzt sind wir auch mit der durch. Insofern keine große Herausforderung, das war okay. Aber hat schon ein bisschen Zeit gekostet, was natürlich auch schade ist.
Aber dann soll es halt so sein. So, tschüss. Das war's. Und kriege ich jetzt Durchbruch? Wenn, dann hat sich das auf jeden Fall dann dafür gelohnt. Frage ist, ob das schon ein Pokémon von uns lernen kann. Das weiß ich gerade nicht. Und kein Level Up, schade. Es war knapp. So und so und schon so gut. Und ordentlich Geld. Ha, schön. Das sehe ich gerne. So, ich glaube, ich habe mehr von dir gelernt als du von mir. Hier deine Belohnung. Ja, TM13 Durchbruch. Geil. Sehr schön. Mit TM13 kannst du Pokémon der Tage Durchbruch beibringen. Sie zerstört Barrieren wie Lichtschild und Reflektor. Ich habe übrigens gehört, dass Lichtschild und Reflektor quasi noch die andere Funktion jetzt haben. Also die erhöhen natürlich Verteidigung und Spezialverteidigung. Aber dauerhaft, nicht nur 5 Runden. Das heißt, wenn die nicht durchbrochen werden, würden die ewig halten. Was schon mal ziemlich OP ist. Das habe ich zumindest gehört. Kein, das ist jetzt hier nicht safe. Eigentlich muss ja TM-Box. Deswegen muss man da echt extrem aufpassen. So, es kann Shilock erlernen, immerhin. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Komm, dann kriegst du die Attacke auch gleich. Ich weiß nicht mehr, was du für Attacken schon drauf hast überhaupt. Habe ich noch nie nachgeguckt. So, was hast denn du überhaupt? Oh, okay. Okay, okay. Routenschlag kann dann weg, würde ich sagen. Komm. Wir müssen allgemein mal ein paar Attacken durchgehen. Auch Kopfnuss wirst du mit Sicherheit auch können. Siedewasser kannst du doch bestimmt auch lernen. Komm, das muss ich jetzt mal machen kurz. Donnerblitz, niemand. Schaufler, okay. Könnte Shilock auch erlernen. Aber Siedewasser vor allen Dingen. Komm, das bringen wir dir zuerst mal. Das ist am wichtigsten. Am allerwichtigsten Siedewasser. Komm. Bam, bam. So, für den Blubber direkt, weil den wirst du nicht brauchen. Mit Stärke 40, dann nehmen wir lieber Stärke 80. Das ist besser. Und Kopfnuss wirst du auch lernen. Dabababam. So. Ja, kannst du auch. Perfekt. Dann bist du, glaube ich, gut aufgestellt. Und Shilock auch bald zumindest so stark genug von Leveln her, dass er auch mal mitkämpfen kann. So, für Tackle würde ich sagen, ne? Dann haben wir doch alles dabei. Oder will ich nochmal Schaufler beibringen? Komm, das machen wir auch noch. Da haben wir ja ein perfektes Shilock drauf, was wir jetzt hier mitnehmen können. Das ist schon cool. Guck mal, Donnerwelle kann auch mittlerweile lernen. Das ist natürlich auch gut. Das ist natürlich nicht schlecht. Aber braucht ihr erstmal nicht. So, Schaufler für Panzerschutz. Dann bist du super aufgestellt. Sehr, sehr schön. So, geht gleich mal kurz ins Center und heil mich nochmal schnell. Ich beeil mich, weil die Zeit geht sonst flöten. Das ist natürlich dann schade drum. Ja, nein. Tschüss. Okay, so. Dann sind wir mit dem Teil hier durch. Das ist doch schon mal gut. Wir waren uns doch gar nicht heilen, ne? Weil wir wurden interessanterweise von Lorelei geheilt irgendwie, aus irgendeinem Grund. Oder von den Team Rocket-Mitgliedern. Ich habe es nicht mitgekriegt. Aber egal. Wird auch wieder Zeit für ein paar Entwicklungen bald, ne? Nein, wir sind jetzt schon mal ganz gut aufgestellt. Wer weiß, was da noch so alles an Pokémon kommt. Ich bin sehr gespannt. Lalalala. Hier ist alles gut soweit. Was ist das für eine Frau? Astrena. So, bla bla bla. Wir haben nie gegen Astrena gekämpft, ne? Das kommt bestimmt auch nochmal irgendwann. Ich bin gespannt. Bam, bam, babadam, bam, bam. Okay, so. Ich würde mal sagen, wir machen uns jetzt mal auf in den Felstunnel, der eine ganz flache Ebene nur hat. Habt ihr das gerade gesehen? Und vor allem, wir sind natürlich erstmal unter der Treppe. Hier drin ist Stockfinster. Ach, wird direkt gefragt. Nee, Moment. Erstmal nicht. Ich mich kurz hoch. Um euch das mal kurz zu zeigen. Guck mal, wie flach das ist. Ich meine, gut, anscheinend gehen wir direkt die Treppe runter, aber die Leiter runter. Aber das ist trotzdem so flach. Ich meine, wo gehen wir denn rein? Ich sehe das nicht. Wir gehen einfach in die Wand, aber dahinter müsste eigentlich direkt ein nächstes Loch sein. Oder eigentlich ist da nichts. Wenn ihr das jetzt richtig verstanden habt, ne? So, ich suche mir einfach nur die Lichtfluttechnik einsetzen. Gerne. Pikachu, mach mal. So. Ah, man sieht was. Oh, ich wusste nicht, dass er an der Wand ist. So, Gimmel wird plötzlich taghell. Sehr schön. Oha! Heilige Scheiße, Leute. Es gibt viele neue Pokémon zu fangen. Hahaha. Oh mein Gott, wir haben jetzt hier richtig Spaß. Freue ich mich. Erstmal mit Girock angefangen, was so ein winzig klein ist. Super süß. Die Weiterentwicklung von Kleinstein. Oh, das war total daneben. Ups, Moment. Jetzt. Ja, halbwegs okay. Und Golbat und Onix haben wir auch gerade gesehen. Ganz, ganz viele neue Pokémon, die holen wir uns alle. Das ist ziemlich cool. Sehr schön. Ich glaube, das war ziemlich lucky gerade mit dem Georock, dass es direkt geklappt hat. Oh, es gibt Erfahrungspunkte, Leute. Level-Ups. Level-Ups. Wuhu. Sehr schön. So, Fukane wird entsprechend auch gut lernen. Und lernen jetzt schon Flammenwurf, ist klar. Das können wir natürlich auch für Bluttext so reinpacken. Wobei mir jetzt mittlerweile auch einfällt, dass sich Vulkane eigentlich ja auch nur per Feuerstein entwickelt, zur Kani, ne? Ich glaube, ich nehme das bald mal wieder raus. Ich glaube, das ist, glaube ich, sinnvoller. Aber sieh mal, wie schnell das Ding Flammenwurf lernt. Das ist der Wahnsinn. Alter Schwede. Okay, hätte ich nicht gedacht. Es rollt sich gerne Gebirgspfade hinunter. Dabei ist es ihm egal, wer oder was sich in seinem Weg befindet.
Das ist ja sehr, sehr schön. Macht es sympathisch. Moment, ich muss mal ganz kurz mich um das Team kümmern. Dann kann Fukani direkt wieder raus. Hier ist mal die Box. So. Wir sollen stattdessen mal reinkommen. Bam, 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 bam. Will ich einen Dicta vielleicht reinholen? Das kann man natürlich machen. 19. Die sind alle 19. Oder soll ich einen Traumato reinholen? Wobei, die Hypno werden wir wahrscheinlich noch fangen. Ach komm, ich nehme dich jetzt mal ins Team. Ist besser als nichts. Den Team hinzufügen für Fukano. Dann sieht das besser aus. Sehr schön. So. Und ich würde mir sagen, wir kümmern uns direkt mal um Golbat. Hallo. Komm her. Bam, 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 bam. Das war ja noch eine schöne große Angriffsfläche. Oh, das war vollkommen daneben. Jetzt schnell. Was? Ach komm schon. Muss kurz warten. Jetzt. Ich weiß auch nicht, welche Richtung. Triff doch endlich mal. Muss ich viel weiter höher, ne? Ich komme gar nicht an. Bin ich blöd? Bin ich blöd dafür oder was? Moment. So, bleib mal stehen. Jetzt. Jetzt werfe ich drüber, oder was? Och, komm schon. Okay, jetzt hätte ich getroffen. Wirf. Ah, endlich treffe ich auch mal. Mein Gott. Ich hatte eben auch voll... Die Würfe waren einfach viel zu kurz eben. Ach, super. Komm schon, bleib drin. Nein, nicht bewegen. Jetzt. Ah, komm schon. Und zwar jetzt greifst du an. Bleib stehen. Okay, halbwegs okay. Halbwegs okay. Das können wir schaffen. Ich glaube, ich muss gleich den ersten Superball mal werfen. So, der wirklich nach rechts. Och, scheiße. Moment. Mehr Gas geben. Die Würfe sind viel zu kurz. Ich weiß nicht, warum. Das war sogar mal halbwegs okay. Okay. Okay, okay. Bleib bitte jetzt mal drin. Das wäre ganz lieb. Jawohl, geht doch. Okay. Gott, Golbits sind auch nervig hier. Hilfe, Hilfe, Hilfe. So, auch wieder ordentliche Erfahrungspunkte und Level Up für Glutexo. Woo! Dabababam. Sehr schön. Gut, auch du kriegst einen neuen Eintrag für uns. Bin gespannt. Golbert nähert sich schnell und lautlos an. Mit seinen spitzen Zähnen beißt es zu und saugt seinen Opfern Blut ab. Lecker. Das klingt doch sympathisch. Das sind alles nur sympathische Pokémon hier unten. So, Onix, du bist sogar riesig. Komm her, mein Freund. Und dort ist direkt ein Trainer in ein Lamus eingewickelt. Quasi, so. Riesiges Onix. So, das steht für den Schwierigkeitsgrad, glaube ich, das Rote. Oh, das war schon mal nicht schlecht. Immerhin. Ich glaube, das wird nicht einfach zu fangen sein. Hätte ich mich jetzt gewundert, wenn das Ding jetzt drin geblieben wäre. Das wäre schon cool gewesen. So, mein Freund. Komm her. Mitten aufs Auge. Bitte lass das auch klappen. Nee, ich glaube, ich brauche eine Beere, definitiv. So, dafür wird mir das jetzt zu schwierig. Hätte ich wohl wahrscheinlich auch bald irgendwie auf Superwelle umschwenken müssen, leider. Jetzt! Oh, nein, nicht im Kreis gelandet. Schade. So, bitte bleib drin jetzt. Komm schon. Ich glaube, das fliegt gleich. Ich habe so die Befürchtung. Die böse Ahnung. Jetzt. Oh, das war nicht im Kreis. Ach, komm schon. Das gibt's doch nicht. Das muss jetzt aber drin. Er macht es mir nicht einfach. So, Moment. Jetzt. Oh, es ist so ein kurzer Moment. Wie soll ich denn genau noch zielen können? Das ist doch schwierig. Bleib drin jetzt. Ja, geht doch. Oh, noch ein bisschen übersteuert hier. Immerhin, Onix ist drin. Geil. Es gibt so viele Erfahrungspunkte. Das ist so nice. So nice. Get up Level 27. So, und Schild Level 20. Sehr, sehr gut. Ja, die brauchst du jetzt nicht mehr. Nein, du hast Siedewasser. Du brauchst definitiv keine Aquaknarre. Die ist, by the way, ungefähr auch so stark wie dein Blubber gewesen. Insofern ist es auch kein Unterschied. Es gibt auf seine Suche nach Futter mit irrsinniger Geschwindigkeit lange Tunnel, in denen sich später Dicta einnisten. Das ist doch auch schön. Dafür ist das Ding auch riesig genug. So. Boah, Alter. Kommt direkt das nächste. Nee, tut mir leid, ich bin weg. Nicht noch eins. Gott, die Dinger sind auch wirklich riesig hier. So, wollen wir uns den mal hier... Oh, Grihorn. Komm her. Direkt das nächste Pokémon. Auch gut. Dass es die hier schon gibt, das ist auch ziemlich cool. So, mein Freund. Oh, toll. Im Moment steht das Ganze mal auf dem Boden. So. Umso besser ist es dann für mich und einfacher. Bleib denn einfach mal drin. Mach es mir doch einfach mal einfach. Das wird total nett. Ja, geht doch. Easy. Sehr schön. So soll es doch sein. Wir haben ja ordentlich Pokémon jetzt gesammelt. Das finde ich stark. Sehr, sehr gut. Kein Level-Up mehr, aber ist dann so. Na gut. Dabadambam.
So, Rihorn. Rihorn ist sehr einfach gestrickt und kann nur eingleisig denken. Stimmt es einmal los, hört es erst auf zu laufen, wenn es ermattet einschläft. Das ist ja richtig niedlich. Aber die klingen ja alle so sympathisch, die Pokémon. Muss ich ja mal sagen. So, erstmal, okay, erstmal das Pokéball. Oh, der Schutz einsammeln, genau. Sehr schön. Ich darf mir hier nicht erschrecken lassen, von welchen Unix die auch immer hier spawnen könnten plötzlich. Da muss ich immer aufpassen. Zeit für einen Pokémon-Kampf. Bereit? Los! So, der sieht schon mal ziemlich verrückt aus. Das ist auch das erste Mal, dass wir auf diese Trainerklasse auch treffen. Der Torben, der Pokémaniac, okay. Sieht sehr schön aus. Ja, Fleckmon, war klar. War klar, dass er das hat. Das sollte Kadabra dabei hinbekommen. Da bin ich doch zuversichtlich. Balalala. So, mein Freund. Zystrahl, Level 23. Das ist ein Two-Hits, sage ich mal. Gerade so. Nee, doch nicht. Schade. Ist doch stärker als gedacht. Aber ein Heuler, das hat damit nichts gebracht, mein Freund. Überhaupt gar nicht. Okay, okay. So. Ja, der Felsrunde wird interessant. Wir haben jetzt schon ordentlich was gefangen. Aber ich glaube nicht, dass es hier noch weitere neue Pokémon gibt, die wir jetzt noch nicht hatten. Mir wird zumindest jetzt keins einfallen, was es hier sonst noch an Boden-Pokémon gibt. Ihr werdet wahrscheinlich noch das eine oder andere Kleinstein noch rumlaufen, aber das hatten wir ja auch schon. Insofern ist das ja nichts Neues. So, tschüss Blackmon, bis dann. Okay. No, und das war's auch schon. Das soll doch hier recht einfach laufen hier. So, Game Over. Ja, und dieser Blick, wow. Ich musste kurz aufstoßen, deswegen kurz... Oh Gott, ey, die... Ah, die machen mich hier fertig. Komme ich an die vorbei überhaupt so? Kann ich so? Nee, kann ich nicht. Ich kann nicht an diesem Pokémon vorbei. Wow. Wahnsinn. Moment, ich muss... So, ja. Direkt auf B drücken, dann geht's direkt schneller mit der Flucht. Schön, so. Ich habe nichts gesagt, Leute. Mach Rollo. Nochmal was Neues. Ist ja auch ein Berg-Pokémon. Insofern ist das vollkommen in Ordnung. Schnell. Ach, Mano. Ja, greif ruhig ein, mein Freund. Das hat nichts gebracht. Wo willst du denn hin? So. Das war besser. Komm. Bleib drin, mein Freund. Du willst es doch auch. Ach, komm schon. Probier's nochmal mit einem normalen. Ah, das war kurz vor Ende. Scheiße. Dachte ich zumindest. Wäre jetzt einfach gewesen. Komm schon. Okay, ich muss eine Beere werfen. Machen wir es halt so. So. Bitte. So, bist du bereit? Jetzt. Das müsste doch besser sitzen jetzt. Komm schon. Das müsste besser sitzen. Ich bin ja schon mal sehr gespannt, wenn wir das erste legendäre Pokémon treffen sollten. Wie das mit dem Fangen wird. Da bin ich sehr gespannt. Da habe ich ehrlich gesagt schon ein bisschen Angst vor. Ich werde auf jeden Fall vorher speichern müssen, weil ich nicht weiß, wie ich da richtig reagieren soll bei einigen Pokémon. Das ist bestimmt interessant, mit Sicherheit. Ich habe es übrigens auch noch nie gesehen. Ich spiele jetzt immer noch blind und da soll es auch so bleiben. Dieses Pokémon ist recht klein, doch seine Kampfsportkenntnisse machen es zu einem sehr starken Gegner. Das ist doch cool. Nice, nice. So, weiter geht's. Soll ich mich noch nicht schon wieder irgendein Unix erstreckt oder so? Ist ja alles okay. Boah, alter Schwede. Hier ist einiges los. Unix versperrt schon wieder den Weg, weil es das kann. So, und wieder ein Maniac. Okay, komm her. Dich kriegen wir auf jeden Fall noch diese Part unter. So, zu Hause zeichne ich gerne Pokémon. Das kannst du gerne tun. Weißt du, was machst du hier im Felstunnel? Ist ja die Frage. Hast du auch einen Fleckmon? Der René. Der hat ein Kangama. Oha. Was ganz Neues hier. Aber was kriegen wir hin? So, mein Freund. Mit dem ordentlichen Zystrahl kann das hier schon ordentlich wehtun. Oh, du hast Mobilität. Super. Das ist natürlich ganz klasse und das macht super viel Schaden. Ich gehe raus. Tschüss. Dafür, dass Mobilität eigentlich kaum Schaden machen sollte, weil er nicht wirklich stark ist, war das auch schon ein bisschen zu viel. Komm, ich habe ja noch Nidorino mit Doppelkick. Das ist auch okay. Das hole ich mal rein. Das ist, glaube ich, besser. Der Angriff hat mich doch ein bisschen überrascht gerade. Gut, Kadabra hat keine Def, das weiß ich, aber trotzdem war das sehr stark. Boah, der Biss hätte richtig wehgetan. Das wäre auch das Ende gewesen. Ganz, ganz safe. So, Doppelkick bitte. Kometni gleich. Alter, das Ding ist sogar noch schneller als ich. Oder nee, Kometni war das nicht sogar. Das war keine Prio, das war eine Mehrfachattacke, ja. Und ich bin Level 23, das ist doch nix. Im Vergleich zu Level 30, was ich ja bin. Dass du schneller bist. Na gut, komm, hau rein. Nochmal Komedien, komm, Yuri, überlebst du? Bitte nicht so viele Angriffe. Nicht so viele. Und schon wieder vier. Was hat er? Was stand da? Irgendwas war. Vor Beginn zu verzweifeln. Ich hab's nicht richtig gelesen, Leute. Tut mir leid. Oha, oha, Leute. Das war nicht ohne. So, nochmal ordentlich. Erfahrungspunkte, sehr schön. Alter Schwede. Echt, ich bin total erschöpft. So siehst du aber nicht aus, wenn ich ehrlich bin.
Okay, Leute, das war kein einfacher Kampf. Definitiv nicht. So, das war ein Golbat, was da hinten aufgeploppt ist. Ist das der optionale Weg? Ja, habe ich richtig gesehen. Ein Beleber noch oben drauf. Okay, ich will an der Stelle sagen, Leute, wir bleiben jetzt mal in der Ecke versteckt, so gut wir können. Lass mich in Ruhe, Georg, bitte. Und dann werden wir an der Stelle jetzt mal den Part beenden. Im nächsten Part geht es weiter hier im Felstunnel. Und dann sind wir gespannt, wie gut wir hier noch durchkommen. Wir haben noch ein bisschen was vor uns, glaube ich. Und dann sollten wir Lavandia bald erreichen. Bis zum nächsten Part, also bis dann und auf Wiedersehen.